Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zwar vom Kielpot, aber in diesem Fall von einer Videoausgabe. Und wir gucken uns mal ein bisschen an, wie es denn so früher in Kiel aussah. Das, was wir hier nämlich jetzt sehen gerade, ist ein Winter, wie man es auch rechts unten eingeblendet hat, von 1996. Eine alte Aufnahme, die ich entdeckt habe. Und da man sowas und solche Bilder ja schon lange nicht mehr in Kiel gesehen hat, dachte ich mir, kann man sie auch mal ins Internet stellen. Das ist ein Winter, wo wir tatsächlich jetzt mal wieder hatten, dass die Kieler Förde zugefroren waren. So ungewöhnlich war das damals ja gar nicht. Zum Beispiel weiß ich auch noch 93, 94, also nur 2 Jahre vorher, da hatten wir auch schon die Möglichkeit, ziemlich weit auf der Förde rauszulaufen. Diese Bilder, die wir übrigens gerade sehen, sind aus Heikendorf bzw. aus Möltenort. Da war auch gerade eben der Strand, natürlich etwas leerer jetzt. In dem Winterzeit will man sich vielleicht nicht unbedingt dorthin legen, auch wenn es eigentlich einigermaßen kuschelig aussieht. Naja. Aber rauslaufen, das war auf der Seite hier von der Kieler Förde auf jeden Fall auch nicht möglich. Da ist der Friedrichsorter Leuchtturm zu sehen, weil, also ja, wie man hier sieht, das Ganze also eher Schollen sind als eine geschlossene Eisdecke. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Kieler Förde natürlich auch versucht wird, lange frei zu halten vom Eis. Das heißt, der Eisbrecher durchgehend, das ist übrigens kein Pinguin, sondern ein, oh Gott, ich hätte mal aufpassen sollen bei Bio, ich glaube ein Reiher oder so, ne? Sieht aber aus wie ein Pinguin. Wir könnten uns einfach vorstellen, hier wäre tatsächlich ein Pinguin. Was wollte ich gerade erzählen? Achso ja, die Eisbrecher sind dann natürlich immer durchgegangen, weil ja der Kanal insbesondere ja immer noch befahrbar bleiben sollte, solange es denn irgendwie ging. Deswegen war in der Mitte dann ein entsprechend großes Loch, wo man auf jeden Fall dann ziemlich unangenehm kalte Füße bekommen hätte, wenn man rausgelaufen wäre. Aber zusätzlich eben auch dazu führte, dass auch der Rest der Förde zumindest in Teilen nicht sofort komplett zufror, weil ja natürlich da immer noch Bewegung war. Das übrigens hier ist immer noch der Hafen jetzt von Möltenort, da wo die Schifferboote, die Fischerboote, so ist richtig, liegen und dann ihre, ja, eigentlich Netze auswerfen sollten, beziehungsweise rausfahren sollten, um Netze auswerfen zu können. Aber das war natürlich bei diesen Möglichkeiten, bei diesem Eis dann irgendwann auch nicht mehr drin, weil die Schiffe waren definitiv nicht dafür ausgelegt, jetzt als Eisbrecher zu fungieren. Ach ja, ist das süß. Da sieht man, wie so ein Schiff nochmal durchfährt, durch die Fahrrinne, die freigehalten wurde. Da wird aber schon einiges an Eisforte aufgetürmt. Ist auch mal ganz spannend gewesen, so in der Zeit, wo es noch ging, mit dem Fördedampfer dann über die Förde zu fahren, weil die hatten auch eine Möglichkeit, noch bis zu einer gewissen Eisdicke da durchzufahren, und das war ziemlich spannend und klang auch ziemlich spannend. Das ist übrigens jetzt der Förde-Wanderweg zwischen Kitzeberg, beziehungsweise zwischen, ja, Altheikendorf und Möltenort. Das ist ungefähr so die Ecke, wo auch immer diese Skulpturen jetzt neuerdings ja in Heikendorf stehen. Den Herrn links kenne ich nicht, den hier auch nicht. Er heißt, glaube ich, nicht Nils. Nils ist das Schiff daneben, ja. Da blieb den Schiffern eben und den Fischern eben auch nicht viel anderes möglich, als dann, ja, auf ihr Schiff aufzupassen und zu hoffen, dass das Eis sie nicht kaputt macht. Das weiß ich auch noch, dass man einem solchen Winter irgendeinen Schiffer, insbesondere einen Segler, sein Schiff nicht reingeholt hatte. Ja, und das lag dann irgendwann unterm Eis. Da guckte dann irgendwann auch nur noch der entsprechende Mast raus, weil das dann von dem Eismassen zerdrückt wurde. Der hatte Pech gehabt. Heutzutage wahrscheinlich ein Risiko, das man fast in Kauf nehmen kann. Dann gibt es immer noch so kleine Becken, die man dann hat, wo die gesamte Vogelschar sich dann versammelt, um da noch ein wenig, ja, fließendes Wasser und vielleicht auch noch Nahrung dann zu finden. Diese Sachen frieren natürlich dann auch nicht so schnell ein, weil da auch relativ stark Bewegung ist, beziehungsweise dann auch von Anwohnern beziehungsweise Tierschützern das versucht wird, dann auch frei zu halten, soweit es denn geht. Das ist immer noch am Förde-Wanderweg. Wenn man jetzt nach links gucken könnte, würde man die Freibadeanstalt von Heikendorf sehen. Ja, da hinten ist, glaube ich, dieser Stein, wo jetzt immer diese Skulpturen sind, dieser schwarze. Und die Personen sind mir auch völlig unbekannt. Das ist jetzt 3 Tage später, 9.2.96. Und auf der anderen Seite der Förde, also Schilksee, Falkenstein. Und da konnte man definitiv schon richtig weit rausgehen, was auch viele gemacht haben, wie man hier sieht. Ja, da ist zwar immer noch ein bisschen Schiffverkehr, aber weit weg, zu nah sollte man da nicht rangehen. Also auf jeden Fall nicht anfassen, sonst hätte man Probleme. Da hinten überhaupt der das Laboeur Ehrenmal. Ja, und hier konnte man also sehr weit rausgehen. Sieht man jetzt gleich, dass wir sind ja also nicht am Strand, sondern links ist die Förde eingegrenzt von Laboeur und auf der anderen Seite weit, weit weg schon Schilksee. Also mitten auf der Förde steht man hier. Da sind die Türme von Schilksee. Ja, das ist definitiv etwas, was man lange, lange in Kiel nicht mehr hatte. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Videos vom Kielpot. Es gibt definitiv sicherlich noch andere interessante kleine Videos aus vergangenen Tagen und auch aus aktuellen Tagen von Kiel. Gehen Sie einfach auf kielpot.de, da wird sicherlich regelmäßig was Neues in dieser Hinsicht geben. Ansonsten einfach in den Podcast selber hören. Fast täglich gibt es ihn auf 101,2 MHz bei Kiel FM, morgens um 7, mittags um 12 und rund um die Uhr auf kielpot.de. Bis dahin alles Gute, euer und ihr. Kaulius.